Hallo, ich grüße euch. Sound of Peace in Berlin war bisher sicher die beeindruckendste Veranstaltung während der Corona-Krise. Sie legte andere Versammlungen der letzten 24 Monate in den Schatten, auf denen gegen unseren Staat gepöbelt wurde, auf denen gegen Polizisten und Polizistinnen gepöbelt wurde, in denen gegen die Presse gepöbelt wurde, in denen Lügen verbreitet wurden und die NS-Zeit relativiert wurde und andere unschöne Hässlichkeiten dort vorgefallen waren. Ihr wisst, von welchen Versammlungen ich spreche. Sound of Peace am 20. März 2022 hatte einen völlig anderen Sound. Hier ging es wirklich um Frieden, Freiheit gegen den Krieg. Musik, viele Wortreden, 15.000 Menschen und Spenden von 12,5 Millionen Euro. Natürlich hat es noch viele beeindruckendste Veranstaltungen gegeben gegen den Putin-Krieg und wird es auch weiterhin geben. Ich möchte aber Sound of Peace besonders hervorheben, weil es ja mehr als 1,3 Millionen Euro Spenden gegeben hat. Und zweitens, weil die Querdenker natürlich Berlin sowieso lieben. Dabei möchte ich jetzt gerne vergessen, dass Eva Rosen deswegen gekotzt hat, aber... Es ist gut, wenn wir gemeinsam helfen, wenn wir zusammenrücken. Das macht mich optimistisch, auch wenn Sorgen im Nacken sitzen. Der Kriegsverbrecher im Kreml bricht massiv das Völkerrecht, ist unberechenbar und rücksichtslos. Der Schriftsteller Nikolai Gogol, der bei uns als großer Erzähler sehr bekannt ist, ist in der Ukraine geboren, am 1. April 1809. Von ihm stammt die Erzählung, die Geschichte vom großen Krakeel zwischen Iwan Iwanowitsch und Iwan Nikiforowitsch. Zwei Nachbarn, beste Freunde, sehr prachtvolle Menschen, die sich jahrzehntelang streiten über ein nicht zustande gekommenes Tauschgeschäft zwischen einer schwarzen Sau und zwei Säcken Hafer gegen eine Flinte. So verzanken sich die beiden angesehenen Männer Mirgorod, Zier und Ehre miteinander. Und weswegen? Um einer richtigen Lappalie willen, wegen eines Gänserichs. Als ich das erfuhr, stand ich wie vom Donner gerührt. Lange wollte ich es überhaupt nicht glauben, gerechter Gott. Iwan Iwanowitsch und Iwan Nikiforowitsch hatten sich verzankt. Die beiden würdigen Männer. Worauf soll man sich da unter dieser Sonne noch verlassen können? Seien wir doch ehrlich, kaum jemand hat daran gedacht, dass am östlichen Rand Europas sich ein Krieg entfachen könnte. Russland und die Ukraine sind durch sprachliche, religiöse und kulturelle Verwandtschaft eng verflochten. Das Zusammenleben von Russen und Ukrainern ist weitgehend konfliktfrei. Russen heiraten Ukrainerinnen, Ukrainerinnen heiraten Russen. Ja, wer mag unter diesen Begebenheiten an die Wahrscheinlichkeit eines Krieges denken?
Der Streit zwischen Russland und der Ukraine schwelt schon einige Jahre, aber es war doch vielen nicht mehr so bewusst. Jedenfalls ging es mir so. Und jetzt auf einmal wird darüber berichtet, Putin, der als KGB-Agent in der damaligen DDR den Zusammenbruch der Sowjetunion vor seinen Augen miterlebte, hat offensichtlich schon sehr viele Jahre den Plan vor Augen, das russische Großreich wieder zu erschaffen. Andreas Kappela, emeritierter Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Wien, weist in seinem Buch Ungleiche Brüder, Russen und Ukrainer vom Mittelalter bis zur Gegenwart darauf hin, dass seit dem 19. Jahrhundert Russland die kleinen Russen, wie die Ukrainer damals offiziell genannt wurden, als Teil des allrussischen Volkes betrachtete, welches aus Russland, Weißrussland, Belarus und der Ukraine bestehe. Diese Sichtweise, dass der Ukraine die eigenständige Geschichte abgesprochen wurde, entstand ebenso im 19. Jahrhundert. Der Kriegsverbrecher aus dem Kreml vertritt auch diese These. Russland und Ukraine werden der große und der kleine Bruder genannt. Diese Bezeichnung ist seit dem 17. Jahrhundert bekannt und wird seitdem vor allem von Russland verwendet, um die enge Verbundenheit der beiden Länder aufzuzeigen und um einen möglichen Ausbruch des kleinen Bruders aus der orthodoxen russischen Familie zu verhindern. Der Wunsch eines sogar weltweit familiären Zusammenschlusses der Orthodoxie verfolgt gegenwärtig Kyrill I., Patriarch von Moskau. Das heißt, die russisch-orthodoxe Kirche maßt sich an, die einzig wahre orthodoxe Kirche zu sein. Der Metropolit der russisch-orthodoxen Kirche in Kiew bat Kyrill I. auf Putin einzuwirken, damit er den Krieg gegen die Ukraine beende. Darauf erfolgte keine Reaktion. Daraufhin distanzierten sich ukrainische Bischöfe von Kyrill und verlesen seinen Namen nicht mehr in der Liturgie. Für den Patriarchen in Moskau bedeutet Friede nur, wenn sich die Ukraine Russland unterwirft. Damit liegt der Patriarch auf der Linie von Putin. Die sowjetische Propaganda pries die Harmonie der sowjetischen Völker, zu der natürlich auch die Ukraine gehörte. In der Sowjetunion bekam sie ein anerkanntes nationales Territorium und wurde als eigenständiges Land anerkannt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 wurden alle ehemaligen Sowjetrepubliken unabhängige Staaten. Das galt natürlich auch für die Ukraine, aber dies war ein Dorn im Auge für die Russen. Sie betrachten die Ukraine nämlich als einen künstlichen, provisorischen Staat. Ohne Einverleibung der Ukraine fühlte sich Russland unvollständig. Gorbatschow, Jelzin, die Literaturnobelpreisträger Josef Brodsky und Alexander Solschenizyn reagierten verstört über die Abspaltung der Ukraine. Sie forderten einen Zusammenschluss von Russland, Weißrussland und der Ukraine. Damit fiel Russland wieder auf die antiquierte
Idee aus dem 19. Jahrhundert zurück. Verschwörungserzählungen kamen in Umlauf. Die Schaffung des ukrainischen Staates sei ein Komplott ukrainischer Eliten gegen ihr russlandfreundliches Volk. Oder es wurde gleich als ein Anschlag des Westens auf Russland gedeutet. Zum 55. Jubiläum des Sieges im Zweiten Weltkrieg sprach Wladimir Putin in Anwesenheit der Präsidenten von Belarus und der Ukraine von den Brüdervölkern, für die es keine Hindernisse gibt, wenn sie ihre Kräfte vereinigen. Anwesend war auch der Moskauer Patriarch, denn sie weihten eine Kapelle der Einheit ein. Als Grundlage für die Beilegung der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine galt der Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und Partnerschaft vom 31. Mai 1997. 2008 wurde dieser Vertrag um 10 Jahre verlängert. Das Misstrauen zwischen den beiden Ländern hielt aber an. Russland verletzte die Garantie der territorialen Integrität und der Grenzen der Ukraine. Darum kündigte die russische Regierung unter dem derzeitigen Kriegsverbrecher nach der Annexion der Krim am 31. März 2014 diesen Vertrag. Noch nie zuvor wurde ein Land weltweit so massiv sanktioniert wie Russland heute im Jahre 2022. Trotzdem erscheint es uns noch zu wenig, denn der Krieg dauert an. Ich erinnere mich an die Zeit der Ölkrise. Da dauerte es gar nicht lange und man durfte am Sonntag nicht mehr Auto fahren. Schreckfasler der Verschwörungsszene versuchen, blödsinnige Thesen über das Putin-Verbrechen zu verbreiten und machen mit dem Kriegsverbrecher gemeinsame Sache, indem sie Lügenpropaganda aus dem Kreml verbreiten oder in dem Krieg selbst eine Ablenkung sehen, damit im Hintergrund unbemerkt die Impfpflicht von Covid-19-Impfstoffen eingeführt werden kann. Wir wissen natürlich, dass das Unsinn ist. Verschwörungserzählungen sind immer unsinnig, schwachsinnig. Von diesen Oberschreckfaserlern wird niemals Frieden kommen, auch wenn sie noch so oft nach Frieden und Freiheit blöken. Die Wiege Russlands, der Ukraine und Weißrusslands ist die Kiewer Rus. Das war ein mittelalterliches, altostslawisches Großreich vom 9. bis zum 11. Jahrhundert. Nach der nationalen Erzählweise entstand der russische Staat in Kiew, in der Ukraine. Wladimir I. ließ sich dort im Jahre 988 taufen und leitete damit die Christianisierung der Kiewer Rus ein. In der russisch-orthodoxen Kirche gilt er als Heiliger.